Hallo liebe Chemiefreunde, hier begrüßt euch André mit einem Beitrag zur Essigsäure. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie wir das Essigsäure-Molekül basteln können. Wir basteln es natürlich nur auf dem Papier und in einer Formel. Der Kurs ist vorgesehen für Navi-Niveau, allerdings dort ist er auch schon recht schwer. Alle anderen Interessierten, Laien oder sonstigen Freunde der Chemie, die vielleicht sich das anschauen wollen, sind dazu trotzdem gerne eingeladen. Welche Voraussetzungen solltet ihr mitbringen? Nun, zum einen solltet ihr sehr, sehr interessiert sein und keine Vorurteile gegenüber der Chemie mitbringen. Bruchrechnung solltet ihr schon beherrschen, wie es zum Ende im Sommer der 6. Klasse eigentlich üblich ist. Und ich hoffe, dass ihr das Wort Essig kennt. Es wäre auch schön, wenn ihr eine einfache Gleichung, lineare Gleichung, lösen könntet. So, das wär's nun. Nun können wir loslegen. Bevor wir zur eigentlichen Molekülbastelei kommen, noch die Frage: Wo gibt es Essigsäure? Nun ja, einmal im Weinessig oder auch im Speiseessig, den man für verschiedene Zwecke im Haushalt benötigt. Dort findet man die reine Essigsäure in einer Konzentration von 5-10%. In der Essigessenz trifft man ihn mit 25% an. Reine Essigsäure, das ist 100%ige Essigsäure, ist bei kühlen Tagen bereits fest. Man nennt diesen Essig auch Eisessig. Wenn ihr so ein Glas mit einer Essigsäure in den Kühlschrank stellt, es muss gar nicht mal das Kältefach. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.